Hallo, heute erzähle ich euch von einigen Büchern, bei denen ich glaube, dass ich sie ursprünglich falsch bewertet habe. Erstmal als Einschränkung, falsch bewerten geht eigentlich gar nicht. Jede Bewertung ist legitim und auch subjektiv und auch tagesformabhängig. Also eigentlich habe ich die Bücher, die ich euch heute vorstellen will, gar nicht falsch bewertet. Aber ich bin jetzt mal meinen Goodreads der letzten 2 Jahre eigentlich durchgegangen und habe geguckt, welche Bücher ich da in aktiver Erinnerung habe. Entweder in aktiv negativer Erinnerung oder vielleicht sogar positiv. Und dann habe ich geguckt, ob mein Eindruck sich in der Sternebewertung widerspiegelt. Und es gab so einige Kandidaten, bei denen ich 3,5 oder 4 Sterne vergeben habe, die in der Rückschau eher 3 oder 3,5 Sterne wert waren, also so ein bisschen runtergestuft werden müssten in meiner Erinnerung. Und da hat sich herausgestellt, dass Vergessenswert eine valide Bewertungskategorie für mich ist. Also ich gebe ja die Sterne immer direkt im Anschluss, nachdem ich das Buch fertig gelesen habe. Und häufig ist das dann so 3,5 oder 4 Sterne, wenn es mir ganz gut gefallen hat. Und wenn ich aber nach wenigen Monaten oder einem Jahr oder so nichts mehr weiß oder das Buch für mich austauschbar geworden ist in der Erinnerung, dann tendiere ich dazu, nochmal einen halben Stern abzuziehen. Und es gibt nur we wirklich wenige Bücher, die ich in der Vergangenheit niedriger bewertet habe, als ich sie jetzt in positiver Erinnerung habe. Das sind häufig Bücher, bei denen ich im ersten Moment denke, das war jetzt gut, das war jetzt solide, das war jetzt vielleicht sogar sehr gut. Aber das sind dann Bücher, die ich häufiger als erwartet in Videos erwähne. Also egal, ob jetzt als Antwort in Tags oder dann doch in Büchern, in Videos, wo ich über Bücher rede, die mich überrascht haben oder so. Und dann rede ich länger und häufiger über diese überraschend positiven Bücher und dann bleiben die mir aktiver in Erinnerung und auch das bewerte ich dann manchmal mit einem halben Stern nachträglich besser als ursprünglich vergeben. Nur kurz nochmal zur Erinnerung. Ich habe ein Video gemacht, wo ich euch erkläre, was ich bewerte und wie meine Bewertungsskala aussieht. Bei mir ist es nämlich so, dass jeder halbe Stern eigentlich für was relativ Konkretes steht. Wenn ihr dann nochmal eine Orientierung braucht, was genau meine Bewertungsbenennungen sind, also was sind 3,5 Sterne, was sind 4 Sterne, was sind 2,5 Sterne und so weiter, dann verlinke ich euch meine Bewertungserklärung mal oben in der Ecke. Weil jede Skala natürlich unterschiedlich ist. Also, wenn ich sage, das ist ein 3-Sterne-Buch, fallt ihr fast aus allen Latschen, weil 3 Sterne sich negativ anfühlt, ist es in meiner Skala aber überhaupt nicht. Also, wir müssen uns vor allen Dingen auch ein bisschen darüber verständigen, wer welche Sterne wie meint. Und jetzt erzähle ich euch von einigen Kandidaten, die mir beim Durchscrollen auf Goodreads aufgefallen sind. Erst die ich negativer bewertet habe im ersten Impuls, als sie mir jetzt in Erinnerung geblieben sind. Und deswegen würde ich sie jetzt hochwerten. Und solche Bücher, die ich ganz gut bewertet hatte, die aber dann doch ihre Schwächen hatten oder die vergessenswert waren. Und bevor es losgeht, will ich natürlich wissen, ob ihr auch solche Kandidaten habt. Ist jetzt egal, ob ihr dann im Nachgang nochmal über die Sternebewertung konkret nachdenkt oder einfach über euren Eindruck zu dem Buch. Also Bücher, bei denen ihr im ersten Moment ein Gefühl hattet und vielleicht Sterne vergeben habt und dann im Nachgang nach Wochen oder nach Monaten oder vielleicht sogar nach Jahren diesen Eindruck nochmal überdenkt und konkretisiert. Ja. Ich erzähle euch jedenfalls jetzt von meinen Beispielen. Sehr, sehr häufig erzähle ich von Die Frauen am Fluss von Catherine Webb, dazu nur jetzt ganz kurz. Im ersten Moment hatte ich 4 Sterne vergeben, das war wirklich ein sehr gutes Buch, aber ich habe so häufig über dieses Buch im Nachgang dann noch geschwärmt, dass ich heute wahrscheinlich eher 4,5 Sterne vergeben würde. Das ist ein historischer Roman aus 3 Erzählperspektiven von 3 Frauen und es geht um einen Mordfall, eigentlich auf dem englischen Land und wie es dazu kam und warum und ob die 3 Frauen dazu beitragen können, dass der Mord aufgeklärt wird. Es ist eher eine Frauengeschichte, jetzt kein Krimi oder so, sondern es geht wirklich eher um die
Selbstbestimmung und das Handeln dieser Frauen. Aber es ist derart klug aufgezogen, dass ich im Nachgang jetzt wahrscheinlich 4,5 statt 4 Sterne vergeben würde. Und genauso ist der Fall bei Die letzte Astronautin von David Wellington. Auch da habe ich im ersten Impuls 4 Sterne vergeben. Und der erste Impuls ist ja völlig legitim, habe ich schon gesagt. Das war halt dann die Momentaufnahme. Und wenn ich das jetzt rückwirkend bewerte, würde ich eher 4,5 Sterne vergeben, eben weil es mir so aktiv in Erinnerung geblieben ist. Und weil ich noch so häufig an dieses Buch denke und weil ich es sehr einfallsreich fand. Es geht um die NASA-Astronautin Sally Jansen, die ehemalige NASA-Astronautin Sally Jansen. Und sie wird hinzugezogen, als sich ein unbekanntes Objekt der Erde nähert. Und dann gibt es eine Raumfahrtmission diesem Objekt entgegen, um herauszufinden, was das überhaupt ist und ob das die Erde bedroht. Ja, es bedroht die Erde und Sally Jansen und ihr Team müssen das verhindern. Einer der aktuellsten Kandidaten, würde ich sagen, ist Hidden World von Mikkel Robran, Band 1. Da habe ich im ersten Moment 4 Sterne vergeben, aber es sind mir doch so einige Schwächen dann im Kopf geblieben, sodass ich wahrscheinlich eher 3,5 oder vielleicht sogar nur 3 Sterne vergeben würde. Es ist ein einfallsreiches, unterhaltsames, solides Jugendbuch im Fantasy-Bereich. Aber 4 Sterne bedeuten bei mir sehr gut und das passt irgendwie im Nachgang nicht so richtig. Es geht um Elliot, der aus finanzieller Not heraus einen Job in einem magischen Kaufhaus antritt und zwischen die Fronten eines jahrhundertealten Kriegs zwischen der magischen Welt und der kirchlichen Inquisition gerät. Okay, 3 Sterne ist vielleicht ein bisschen harsch. Also 3,5. Es ist solide, es ist unterhaltsam, es ist gut, es ist empfehlenswert, aber es ist nicht sehr gut in meiner Bewertungsskala gewesen. Tja, und einer der schwierigsten Fälle auf dieser Liste ist Drive Me Crazy von Beth O'Leary. Ich habe jetzt wirklich schon häufig über dieses Buch gesprochen, dass das eine bestimmte Erwartungshaltung braucht. Vor allen Dingen, wenn man das Cover und den Klappentext sieht, sollte man sich eher auf was anderes einstellen. Es ist definitiv nicht luftig, locker, leicht, super sweet, sondern sehr, sehr tiefgängig, unbequem, ja, emotional auf jeden Fall. Ursprünglich im April habe ich es, glaube ich, gelesen, hatte ich 3,5 Sterne vergeben. Ich glaube aber, dass erstens, weil es so unpassend vermarktet wird und meine Erwartungshaltung, das war ja nicht, die Erwartungshaltung kam ja nicht von ungefähr, sondern das Buch wollte etwas von mir oder wollte mir etwas geben, was ich dann nicht gekriegt habe. Und das hat mich enttäuscht und deswegen würde ich eher auf 3 Sterne gehen, weil die Enttäuschung jetzt dann so überwogen hat und weil das ist, was mir in Erinnerung geblieben ist. Es geht um Addie und Dylan, die 2 Jahre nach ihrer Trennung bei einer Fahrt zu einer Hochzeit in Schottland wieder aufeinandertreffen und in einem Mini Cooper zusammen mit Addies Schwester Deb und Dylans bestem Freund Marcus und noch einem 5. Mitreisenden in diesem Mini Cooper gequetscht, zusammen zu dieser Hochzeit nach Schottland fahren. Und dabei brechen natürlich alte Verletzungen wieder hervor. Und wir finden nach und nach heraus, warum die beiden sich vor 2 Jahren überhaupt getrennt haben. Was mir in Erinnerung geblieben ist, sind 2 Aspekte. Zum einen waren das die wirklich sehr selbstbezogenen Figuren. Also es ist ein kompliziertes Buch, was sicherlich unterhalten kann und anregen kann und so weiter, aber es ist halt, es braucht eine gewisse Erwartungshaltung. Es sind relativ selbstbezogene Figuren und es ist im Grunde über lange Strecken eine sehr unreife Beziehung, weil wir eben die Geschichte so in 2 Erzählebenen erzählt bekommen, zum einen damals und dann heute. Die ganzen Szenen von damals haben sich einfach sehr unreif angefühlt und es war schwierig, dann nachfühlen zu wollen, dass die beiden in der Jetztzeit wieder zusammenkommen und irgendwie, ja, überwiegt die Enttäuschung und deswegen würde ich von meinen 3,5 Sternen vom Anfang nochmal einen halben Stern abziehen.
Ein weiterer Fantasy-Kandidat ist Der Orden des Geheimen Baumes, die Magierin von Samantha Shannon. Das ist der erste Band von dieser Dilogie. Im Original ist das ein Buch. Und ich hatte ursprünglich 4 Sterne vergeben. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist vor allen Dingen in Erinnerung geblieben, dass es sehr langatmig erzählt ist. Und das sorgt jetzt dafür, dass ich ja nochmal einen halben Stern abziehen würde. Und was mir auch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass die Figuren relativ lange sich sehr unnahbar angefühlt haben. Es gibt viele Figuren, es gibt viele Schauplätze, es gibt viele verschiedene, ja, politische Strukturen, in denen man sich bewegt. Und es ist auf jeden Fall episch aufgezogen, aber es ist für mich kein sehr gutes Buch gewesen. Ein gutes, solides, unterhaltsames, was dann ja auch Lust gemacht hat, den zweiten Teil zu lesen. Aber, also, perfekt war das nicht und die Bewertung 3,5 Sterne fühlt sich für mich jetzt im Nachgang passender an. Dann habe ich auch noch einen Thriller-Kandidaten und zwar Sommernacht von Lucy Foley. Vor allen Dingen auch im Vergleich zu dem anderen Lucy Foley-Buch, was ich gelesen habe. Ich hatte beiden 3,5 Sterne vergeben. Und im Nachgang würde ich sagen, dass Sommernacht mir ein bisschen weniger gefallen hat als Neuschnee. Und irgendwie will ich auch, dass sich das in meiner Sternebewertung niederschlägt. Deswegen passt für Sommernacht für mich jetzt eher im Nachgang die Bewertung 3 Sterne. Es geht ja um eine Hochzeitsgesellschaft, die auf einer entlegenen Insel isoliert wird durch einen Sturm. Und dann kommt es zu einem Mord und wir verfolgen nach und nach erstens, wer überhaupt ermordet wurde. Das ist nicht von Anfang an klar. Und warum und wer es war. Und das Setting ist wunderbar. Also das war in Neuschnee auch schon grandios. Und hier diese isolierte Insel und ja so ein bisschen die angespannte Atmosphäre, die sowieso auch manchmal auf Hochzeiten so ist, hinter den Kulissen. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist als negativ und was sich, glaube ich, in meiner 3,5-Sterne-Bewertung nicht so widergespiegelt hat, waren die arg stereotypischen Figuren. Ich habe da wenig Nuancen in Erinnerung und es waren einfach so ein bisschen so Abziehbilder. Für die Geschichte hat das ganz gut funktioniert, weil wir natürlich verschiedene Typen von Verdächtigen hatten. Aber irgendwie hätte ich mir ein paar mehr Vielschichtigkeiten gewünscht. Im Nachgang ist mir das halt jetzt dann nochmal bewusst geworden. Und deswegen passen 3 Sterne, glaube ich, eigentlich besser. Es gab so ein paar Fantasy-Reihen, wo ich den ersten Band gelesen hatte und sehr gut fand und entsprechend dann auch 4 Sterne vergeben habe, aber sich die Lust auf den Rest der Reihe völlig verflüssigt hat und ich dann mich auch entschieden habe, dann nicht weiterzulesen. Und irgendwie passt dann die 4-Sterne-Bewertung nicht so richtig. Odins Kind von Siri Pettersen ist so ein Kandidat. Ich habe mich da sehr gut unterhalten gefühlt, während ich das gelesen habe. Das war ja ein All-You-Can-Read-Buch. Im Nachgang war es offensichtlich so vergessenswert oder so, naja, nicht mitreißend genug, dass ich die Reihe nicht weiterlesen werde. Und irgendwie passt dann 4 Sterne nicht so richtig. Das ist ja eine nordisch inspirierte Fantasy-Welt. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und das zweite Beispiel, was auch in diese Kategorie fällt, ist Jelena und die Magierin des Südens von Maria V. Snyder. Das ist eine, die zum Tode verurteilt wurde, also Jelena, die Protagonistin. Und sie bekommt dann die Chance, Vorkosterin für den Herrscher zu werden und so ihrem Tod zu entgehen. Sie kommen dann aber halt in Kontakt mit diesen ganzen politischen Intrigen. Und auch da war es so, dass ich beim Lesen mich gut unterhalten gefühlt habe. Ich mochte vor allen Dingen wirklich sehr gerne die Freundschaften, die entstanden sind. Aber es war ein bisschen farblos erzählt, ehrlich gesagt. Also ich finde, dieses politische System und auch die Welt ist nicht so ganz greifbar geworden. Könnte natürlich auch damit zu tun haben, dass das der erste Band einer Trilogie ist und dass sich der Blick klassischerweise in Reihen erst nach dem ersten Band öffnet. Also dieses flache Worldbuilding ist mir so ein bisschen negativ in Erinnerung geblieben, genauso wie die viel zu schnelle Romance. Also das hatte total viel Potenzial für so sehnsuchtsvoll und ein bisschen verboten und ganz langsam, weil auch Abneigung am Anfang da ist und so weiter. Und irgendwann ging das dann von 0 auf 100 los. Echt schade. Und irgendwie hat es dafür gesorgt, dass ich sowohl Jelena und die Magierin des Südens als auch Odins Kind, ja,
nicht weiterlesen werde als rein. Und dann passt es besser, statt 4 Sternen 3,5 zu geben. Ah, und noch einen weiteren Kandidaten habe ich, der in diese Kategorie fällt, nämlich From Blood and Ash von Jennifer L. Armentrout. Im ersten Moment hatte ich 4 Sterne vergeben. Das ist auf jeden Fall was für Fans von Das Reich der 7 Höfe. Und auch das habe ich ja nicht weitergelesen. Und ich hatte im ersten Moment 4 Sterne vergeben. Und ich werde die Reihe aber nicht weiterlesen. Und es sind mir im Hinterkopf so ein paar negative Aspekte bewusster geworden. Und deswegen passen 3,5 Sterne besser. Es geht um Poppy, die in dieser magischen Welt eine ganz besondere Rolle im Machtzentrum einnimmt und deswegen sehr, sehr isoliert aufgewachsen ist. Und bei einem heimlichen Ausflug trifft sie auf den Soldaten Hawk. Blöd ist nur, dass sie am nächsten Tag herausfindet, dass er ihr neuer Leibwächter ist. Und es hatte gekribbelt. Im Grunde ist das eine Schnulze. Also ich glaube, dass diese Beziehung zwischen Poppy und Hawk auch in jeder anderen Welt funktioniert hätte. Der Fokus ist definitiv deren Romance und körperliche Anziehung. Was ich auch fand, war, dass das Worldbuilding auch hier so ein bisschen ominös geblieben ist. Ich glaube, das war Zweck der Geschichte, dass man erst relativ spät im ersten Band versteht, was überhaupt das Problem in dieser Welt ist. Aber das hat halt sich vorher echt langatmig angefühlt und erst im letzten Viertel des Buchs ging es so richtig ab. Und deswegen war mein erster Impuls auch, krass, da will ich sofort weiterlesen. Aber wenn ich dann so bewusst darüber nachdenke, dass 3/4 dieses Buchs echt eher langatmig und schnulzig waren, das hat dann dafür gesorgt, dass ich diese Reihe dann doch nicht weiterlesen werde. Und noch ein Thriller zum Schluss. Kalte Stille von Wulf Dorn war ehrlich gesagt eine richtige Enttäuschung. Ich habe im ersten Moment 3 Sterne vergeben. Das ist ja so, positive und negative Aspekte halten sich die Waage. Aber im Grunde ist mir eigentlich nur das Negative in Erinnerung geblieben. Es geht um den Psychiater Jan Forstner, der als Kind erst seinen Bruder verloren hat, der ist verschwunden und dann ist sein Vater ums Leben gekommen bei einem Unfall. Und als Erwachsener kehrt Jan Forstner an den Ort seiner Kindheit zurück und dabei holt die Vergangenheit ihn ein. Und ich fand es ziemlich vorhersehbar. Also ich weiß nicht, es war so ein bisschen gestrickt wie eine Folge von einer Ermittlerserie. Und ich hatte, es war gar nicht Ermittlungskrimi, also es ging nicht um polizeiliche Ermittlungen im Fokus oder wissenschaftliche Ermittlungen oder so. Es war wirklich ein klassischer Psychothriller mit einer beteiligten Person als Erzählperspektive. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, die Indizien sind mit so breitem Pinsel mir ins Gesicht gemalt worden, dass ich relativ von Anfang an wusste, in welche Richtung es gehen würde. Und dann gab es einfach unfassbar lange Monologe. Vor allen Dingen am Ende, und das mag ich bei Spannungsgeschichten überhaupt nicht, wenn sozusagen der Gegenspieler, der Bösewicht oder vielleicht sogar der Protagonist am Ende nochmal alles erklärt und alles begründet. Warum ist das so gelaufen? Ich will das gezeigt bekommen und nicht erzählt bekommen. Und das ist mir bei Kalter Stille extrem negativ im Kopf geblieben. Von daher eher 2, 2,5 Sterne, würde ich sagen, passt auf jeden Fall besser als 3 Sterne. So, und das war's jetzt. Ich habe euch jetzt einfach ein paar Beispiele genannt von Büchern, die mir beim Durchscrollen auf Goodreads ins Auge gestochen sind, bei denen ich ein bestimmtes Gefühl hatte, was die Bewertung angeht. Und dann ist mein Blick rübergewandert. Oh, das mit den Sternen passt aber nicht so gut und von denen habe ich euch heute erzählt. Ich bin sehr gespannt, ob ihr auch solche Kandidaten habt, die ihr im Nachgang doch nochmal positiver bewertet oder vielleicht sogar herunterstuft. Dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss.